Der ein oder andere von euch kennt mich ja bereits etwas länger und der wird mich also auch noch so kennen. Und da habe ich noch das ein oder andere Kilo mehr auf die Waage gebracht. Genau gesagt 159 und das sieht man natürlich auch an meinem Gesicht und an meinem gesamten Körper. Doch wie die meisten von euch wissen, habe ich genau dem den Kampf angesagt und habe mein Gewicht stark reduziert. Über 73 Kilo, um genau zu sagen, auf jetzt 86 Kilo, was bei 1,90 m ein solider, durchschnittlicher BMI ist, der absolut gesund ist und nicht mehr irgendwie adipös. Und von euch kamen immer wieder die verschiedensten Fragen. Wie hast du das gemacht? Wie hat sich das auf dein Leben ausgewirkt? Und, und. Und deswegen möchte ich jetzt einen Dreiteiler starten. Teil 1 ist dieses Video, wo es darum gehen soll, was sich dadurch für mich verändert hat. Wie hat sich mein Körper entwickelt? Wie hat sich meine Lebenseinstellung entwickelt? Und, und. In Video Nummer 2, was dann nächste Woche kommen wird, soll es dann darum gehen, wie habe ich das gemacht? Meine Tipps, meine Tricks, vielleicht für dich zum Zunehmen, zum Abnehmen, was auch immer dein Ziel ist, möchte ich dir da das ein oder andere mit auf den Weg geben, was man einfach meiner Meinung nach wissen sollte, wenn man an seinem Gewicht arbeiten möchte. Ob nach oben oder nach unten, ist da komplett egal. Und im Video Nummer 3, was dann in 2 Wochen kommen wird, möchte ich auf deine Fragen eingehen. Und deswegen schreib mir doch jetzt gerne mal Fragen in die Kommentare. Ich werde auf alle Fragen eingehen, auch wenn das Video dann vielleicht etwas länger gehen sollte, aber ich möchte alles in Ruhe beantworten. Kommen wir aber jetzt dazu, wie sich mein Leben, seitdem ich so viel Gewicht verloren habe, verändert hat. Neben dem Offensichtlichen, dass mir absolut keinerlei Klamotten mehr gepasst haben, die ich im Schrank hatte, ist natürlich die Gesundheit das Allerallerwichtigste. Es ist unser Fundament und unser Baustein. Und die hat sich seitdem stark verbessert. So war ich mit dem früheren Gewicht unfassbar schnell außer Atem. Ich konnte keinen Berg hochgehen, ohne danach ein Sauerstoffzelt zu benötigen. Ich hatte einfach Probleme mit dem Atmen. Denn logisch, das ganze Gewicht mitschleppen ist natürlich nicht nur Anstrengung für deine Lungen und für deinen gesamten Körper an sich, sondern auch für die Knie, die irgendwann immer gesagt haben, so, boah, so viel gehen muss jetzt nicht unbedingt sein, das tut nicht gut. Eine Sache, die mir übrigens auch auffällt, ist, dass ich deutlich, deutlich mehr friere als vorher, weil logisch, vorher hatte ich deutlich mehr im Körper und mir war einfach wärmer. Jetzt friere ich so, so viel mehr und ich muss mich deutlich mehr anziehen, damit ich nicht komplett hier sitze und. Und natürlich auch allgemein bin ich mit diesem niedrigeren Gewicht aus einigen Risikofaktoren raus. Diabetes, Bluthochdruck und. Dinge, die ich erstmal habe testen lassen bei mir. Testen durch Blutwerte, also schauen, ob Blutzucker soweit okay ist. Und erfreulicherweise war hier alles im Normalbereich. Also meine Blutwerte waren vollkommen okay. Das bedeutet, ich bin mit dem blauen Auge davongekommen. Wenn ich jetzt allerdings noch 5, 10 Jahre weiter so gemacht hätte, dann wäre das wahrscheinlich anders gewesen und ich hätte ganz, ganz andere Probleme dann gehabt. Und die neu gewonnene Energie, naja, die lässt sich natürlich auch im Sport erkennen. Und auch das, was ich jetzt mache, nämlich laufen gehen. Hier so im Wald, wäre vor einem Jahr nicht möglich gewesen. Ich habe angefangen mit 2 Minuten gehen, 3 Minuten laufen. Sonst hätte ich gar keine Luft mehr bekommen und konnte gar nichts weitermachen. Jetzt schaffe ich es durchgehend zu laufen. Dank weniger Gewicht und mehr Kondition. Eine weitere Sache, welche sich ebenfalls über die Zeit deutlich ergeben hat, ist, dass ich deutlich selbstbewusster bin. Ich fühle mich in meinem Körper deutlich wohler. Das habe ich jahrelang nie getan. Jetzt tue ich's. Und ich habe das Gefühl, ich kann es nach außen strahlen. Und eine Sache, die ich in diesem Kontext jetzt unfassbar wichtig finde und die man nennen sollte, meiner Meinung nach, ist, dass man sich natürlich auch mit Übergewicht absolut wohlfühlen kann. Du musst dich in deinem Körper so wohlfühlen, wie du halt bist. Und wenn du sagst, ich mag ein paar Kilo mehr auf den Rippen, dann ist das vollkommen okay. Ich in meinem Fall war nur todunglücklich, einfach weil ich einfach gemerkt habe, was ich für negative Folgen habe. Durch eben fehlende Kraft, durch ganz, ganz schnell außer Atem. Und dieses Selbstbewusstsein kann sich eben in den kleinsten Bereichen zeigen. Das fängt schon bei der Kleidung an. Das bedeutet, dass ich mal wieder in einem T-Shirt vor euch sitze. Das hätte es vor einem Jahr nicht gegeben, einfach weil sonst meine Männerbrust deutlich zu groß war und auch allgemein natürlich meine Klamotten damals wirklich einfach darauf getrimmt waren, möglichst groß zu sein und möglichst den Bauch gut zu verstecken. Und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, dass es sich nicht gut anfühlt, dass die Klamottengröße immer weiter geschrumpft ist. Ich habe begonnen bei 3XL, vielleicht sogar manchmal 4XL. Jetzt trage ich M. Das ist wirklich ein Riesenunterschied und da hinten im Schrank, da hängen noch viele, viele alte Sachen. Die können alle weg. Also wirklich kein Spaß. Bis auf 1 oder 2 Pullis sind mir die alle zu groß. Das Einzige, was mir jetzt noch passt, sind die T-Shirts. Da sind eigentlich auch noch T-Shirts und hier die Polohemden und so weiter. Okay, und jetzt hier die Sportsachen, die passen mir auch noch. Aber sonst, die langen Sachen sind
alle vorbei. Also da passt mir gar nichts mehr. Also ich zeige euch das mal an, ne? Also, ja, das ist halt doch schon dann doch ein Ticken zu groß. Es müsste eigentlich so sein. Dann seht ihr das. Aber das ist halt... Es sind dann einfach die Kilos, das würde auf Dauer jetzt wegkommen. Und Oversized soweit okay, aber auch für zu Hause noch, aber... Das ist dann doch echt schon zu extrem. Ein weiterer wirklich positiver Aspekt ist dadurch auch die Disziplin, die ich eben durch den Sport, durch das Abnehmen geschafft habe und dadurch auch in andere Bereiche transferieren konnte. Sei es jetzt zum Beispiel YouTube, was ich mittlerweile seit 1,5 Jahren aktiv 3 Videos die Woche durchziehe. Sei es die Uni, wo ich wirklich Vollgas gebe. Wie gesagt, Sport. Bin in so vielen Bereichen deutlich disziplinierter geworden, einfach weil ich gemerkt habe, was ich alles schaffen kann. Denn uns reichen oft kleine Erfolge, um zu sehen, wir können ja deutlich mehr als wir denken. Und genau diese kleine Disziplin kann eben wie ein Feuer sein, was sich in die verschiedensten Bereiche immer weiterentwickelt. Und dadurch kommt man einfach auch zu größeren Punkten. Wie gesagt, das ist wieder für jeden individuell. Daran so ein bisschen anknüpfen ist auch dann die Produktivität tatsächlich bei mir deutlich hochgegangen. Das bedeutet, ich bekomme mit meiner Zeit deutlich mehr hin. Auch hier wieder YouTube, vieles für die Uni schreiben, Dinge, die ich früher absolut immer aufgeschoben habe, habe gesagt, ach komm, machen wir nächste Woche, ach übernächste Woche passt auch noch. Nein, die werden jetzt gemacht. Sport wird nicht verschoben, sondern heute wird Sport gemacht, wenn es auf meinem Plan steht. Ich habe immer das Gefühl, ich bin deutlich produktiver, ich bin aber auch deutlich fitter hier im Kopf und habe einfach auch mehr Kraft. Ich habe die Energie, die ich vorher nicht hatte, einfach weil mein Körper nicht mehr so viel mit sich schleppen muss. Ich fühle mich gesünder, ich fühle mich besser und ich fühle mich einfach leistungsfähiger. Das sind alles die Aspekte, die mir jahrelang wirklich gefehlt haben, wo ich immer gedacht habe, so, boah, jetzt einfach eine Runde chillen. Ah, schön. Das brauche ich jetzt in dieser Form deutlich weniger. Natürlich brauche ich auch mal Ruhe, aber anders. Und ja, man kann schon sagen, seitdem bin ich deutlich mehr unter Strom, denn ich habe mir meine Ziele einfach deutlicher gesetzt und mache seitdem wirklich viel, viel mehr. Allerdings fühle ich mich gleichzeitig auch viel, viel ausgeglichener. Denn ich weiß, was ich erreicht habe und ich weiß, dass ich mich wohlfühle. Und so ein bisschen Wohlfühlfaktor sorgt dafür, dass du ein bisschen entspannter bist, dass du ausgeglichener bist, dass du auch zu anderen Leuten manchmal ein bisschen anders bist, als du vielleicht vorher warst. So, und das war auch schon Teil 1 dieser Trilogie. Wo waren meine Veränderungen? Wie fühle ich mich jetzt? Wie gesagt, wenn du Fragen hast, dann schreib die gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was dann daran kommt. In 2 Wochen, wie gesagt, das Q&A dann. Nächste Woche kommt dann das Thema, wie habe ich das gemacht? Was habe ich für Tipps? Ich hoffe, du bist natürlich dann wieder dabei und hast jetzt noch einen schönen Tag. Mach was draus und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, hau rein. Ciao.